So, ich bin immer noch auf dem Weg zum Baum. Bis jetzt hat sich noch nichts getan. Man hat aber auch immer irgendwie was anderes zu tun hier. Das ist wie San Andreas. Man hat was zu tun, aber man macht was anderes. So ein Schluck aus. Speisbock. Komm, einen kriege ich aber noch. Da ist er. Da gucken wir mal, ob wir den noch kriegen. Ohne dass der mich jetzt bemerkt. So, wir sind bei der Mission angekommen. Den Speisbock, den holen wir uns jetzt gleich. Oder den Spießbock, den holen wir uns jetzt gleich Here's auch. my wishing tree. Of course, this is the first place I came to celebrate when I heard you were coming back to Africa. I played the drum and sang to praise the ancestors. Then I put something special inside the tree. It's there, waiting for you. Take it. Carved it myself. Do you recognize Nyami Nyami? The Zambezi call him the river god. He brings his waters rushing, whoosh, searching for his lost wife. Maybe she was a lake goddess, I don't know. If we win his favor, maybe he'll help us conquer the drought that's been sucking us dry. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich den getroffen habe. Here's what I need from you. Hunt a springbok. Any will do, so long as you harvest it with the highest integrity while you have Nyami Nyami on you. Also getroffen habe ich ihn Show auf jeden Fall. Gratitude to Nyami Nyami and the ancestors on behalf of your family and on behalf of the local family that this animal will feed. We never sacrifice animals for ritual alone. The local tribes donated their land to Vuronga Savannah because they rely on this ecosystem for their diet. We have a duty to them. So, wir sollen erlege einen Springbock und verwerte ihn.
Erziele dabei einen Ethikbonus von 100%. Ich denke mal, es ist Prozent. Wir suchen aber jetzt erst noch diesen Spießbock hier. Der uns hier entwischt ist. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Spur. Jetzt ist doch natürlich auch die Frage, habe ich den überhaupt erwischt? Er blutet auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie stark ich ihn erwischt habe. Aber ein bisschen Blut verliert er ja schon, ne? So, hier sind die nächsten Spuren. Hier ist wieder eine Blutspur. Wieder eine Laubspur. Jetzt ist er hier ins Dickicht gelaufen. Hier vorne ist wieder eine Blutspur. Hier ist er wieder rausgelaufen. So. Wieder Blut. Ja, die Anschütz hätte den sofort erlegt. Da hinten liegt er. Da liegt er doch. Ich habe die Gedärme getroffen. Wie viel Geld habe ich jetzt dafür gekriegt? Habe ich jetzt nicht gesehen. Vorteilspunkte, Fertigkeitspunkte. Fertigkeiten, kann man die jetzt hier irgendwie Spurenfinder Vorteilspunkte, das heißt was? Ah, das sind die Vorteile hier. Du kannst deinen nächsten Schuss bereit machen, ohne den Zielmodus zu verlassen. Gilt für Gewehre, Flinten und Pistolen. Ah, okay. Stufe 2, schnellere Einsatzbereitschaft aller Waffen nach dem Feuer. Bei Fertigkeit, der Richtungs wird sowohl in der Welt als auch auf der Karte schmaler und präziser. Aha. Und wir haben $6.000. Oder Geld. These lookout stations are posted throughout Vahonga. Use them to map out landmarks, spot heads, or just relax and enjoy the beautiful savanna view. But don't relax too much. You've got work to do. So, Missionsliste. Wir müssen jetzt was machen. Preiset die Urahnen. Erlege einen Springbock und verwerte ihn. Erziele dabei einen Fertigkeitsbonus von 100. Ich meine, hier wäre sogar einer in der Nähe gewesen. Und zwar da in die Richtung, glaube ich. Oh! Oh! Nee! Da kommt ein Löwe. Verdammt! Leco mio! Scheiße, da ist ein Löwe. Boah, soll ich den Löwen schießen? Ich weiß nicht, wo schießt man denn dem Löwen hin? Auf jeden Fall nicht in den Kopf.
Oh. Verpiss dich! Bleib hier! Ich hab'n Löwen! Boah, hab ich da grad Schiss gekriegt, ey. Blutungsgrad sehr gering. Wie hat er gerade nochmal gekackt? Wie hat er nochmal gerade geblutet? Vor allen Dingen habe ich auch noch dreimal auf den geschossen, ey. Aber warum habe ich so oft auf den geschossen? Weil ich ihn unbedingt haben wollte, ey. Normalerweise bin ich ja einer, der einmal schießt und dann ist er drin. Boah, verdammt, wie weit ist er denn gelaufen, ey? Boah, war das jetzt ein Zufall? Ich wollte eigentlich einen Springbock schießen. Und auf einmal kommt da ein Löwe. Muss ich ihn nur noch finden? Ja, der ja, treibt mich wahrscheinlich über die ganze Karte hier. Meine Güte, ey. Sind das tolle Tiere gewesen? Und ich schieß da drauf, ey. Da liegt er. Nein, ich wollte ein Foto machen. Ich habe doch nur einmal getrunken. Alle getroffen. Ja, Freunde, das war mein erster Löwe. Der hat mich jetzt natürlich sehr weit hier weggetrieben von dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich werde jetzt mal zu dem Wegpunkt noch hier gehen. Und dann werde ich unterwegs noch
Ja, mal gucken, was ich unterwegs noch vor die Flinte kriege. Bis gleich.